Bilder am iPhone in ein anderes Format konvertieren und direkt im Anschluss die Auflösung verändern? Beides hatte ich getrennt voneinander bereits in Videos gezeigt. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schau gerne in der Videobeschreibung nach, da habe ich diese beiden Videos verlinkt. Aber geht das auch zusammen in einem Kurzbefehl, in einem Rutsch? Danach hat ein Zuschauer gefragt und ja, das geht. Und ich möchte jetzt hier auf die Schnelle, ganz ohne Skript, ohne Tram-Tram, eine Antwort liefern. Öffne einfach die App Kurzbefehle und leg wie immer einen neuen Kurzbefehl über den Plus-Button oben rechts an. Dann gebe ich dem Ganzen natürlich eine schöne Farbe, eine schöne Glyphe. So, wunderbar, fertig. Und dann gebe ich dem noch einen Namen. Auf die Schnelle nenne ich den jetzt einfach mal Shorty Build. Wunderbar. Ja, die erste Aktion, die du brauchst, ist eigentlich keine Aktion, sondern natürlich wieder das Share Sheet. Also über das i unten in der Mitte kannst du das Menü aufrufen. Am iPad oder in alten iPadOS-Versionen ist es noch oben rechts mit so einem Drei-Strich-Menü und dort kannst du im Share Sheet anzeigen, aktivieren. Ja, und dann sollte es natürlich nicht jedes Mal aufblöppen, dieser Kurzbefehl, wenn du das Share Sheet aktivierst. Deswegen tippst du auf beliebig, entfernst alles und aktivierst einfach nur Bilder. Fertig. Okay, dieser Stapel an Bildern, also wenn du mehrere Bilder markierst und an diesen Kurzbefehl sendest, dann soll mit jedem Bild was passieren und das erreichen wir, indem wir eine Wiederholungsaktion verwenden. Also hier in der Suche einfach mal wiederholen eingeben und dann verwendest du die Aktion wiederholen mit jedem. Das Antippen, ja, und was soll mit jedem Bild passieren? Es soll einmal konvertiert werden und dann soll die Auflösung verändert werden. Dazu gehst du hier in die Suche rein und suchst nach konvertieren. Nicht konvertieren, sondern konvertieren. So, und da ist schon die Aktion Bild konvertieren. Das nicht antippen, sondern antippen und halten. Und dann hier schön rein droppen lassen in diese Schleife. Da lassen wir es fallen. Richtigerweise steht dann hier direkt Objekt wiederholen in JPEG konvertieren. Das heißt, das Bild, was jetzt gerade in der Schleife an der Reihe ist, wird hier standardmäßig in ein JPEG konvertiert. Das kann ich antippen. Habe hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Nehmen wir einfach mal PNG testweise. Wenn du das ausklappst, hast du je nach Format hast du hier noch weitere Möglichkeiten. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Und genau mit diesem veränderten Bild soll jetzt direkt noch ein weiterer Schritt passieren, nämlich die Auflösung verändern. Und dazu gehst du hier wieder in die Suche und dann gibst du Bild ein. Wie lautet die Aktion? Bildgröße ändern. Genau. Das auch wieder festhalten, diese Aktion, und hier reinfallen lassen, direkt nach der Aktion zum Konvertieren. Und damit sollte hier richtigerweise stehen, Größe von konvertiertes Bild auf Größe ändern. Ja, und da kannst du natürlich die Auflösung angeben. Wenn du jetzt das zweite Feld automatische Höhe leer lässt, dann wird das automatisch angepasst. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn du die Breite leer lässt und die Höhe angibst, dann funktioniert das natürlich auch in die andere Richtung. Okay, ich lasse es jetzt mal hier bei 800. So, fertig. Ja, diesen beiden Bildern, die kannst du jetzt natürlich wiederum teilen oder sichern. Dieser Stapel läuft durch in der Schleife und am Ende entsteht ein neuer Stapel mit den neuen Bildern, die A konvertiert und auch noch von der Größe verändert wurden. Und dann gehst du in die Suche rein und suchst nach Teilen. Und dort brauchst du die Aktion Teilen, die kannst du jetzt direkt antippen. Und damit stürzt Kurzbefehle mal wieder ab. Das ist herrlich. Seit iOS 16 ist Kurzbefehle nicht mehr so stabil. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon 150 oder mehr Kurzbefehle habe. Das ist irgendwie komisch. Okay, nochmal teilen. So, hat es funktioniert? Jawohl, Wiederholungsergebnisse teilen. So, wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie man diese konvertierten und komprimierten Bilder direkt umbenannt in Dateien sichern kann, dann schau doch nochmal das letzte Video an, da habe ich genau das beschrieben. Hier an dieser Stelle würde ich mal sagen, ist die Lösung fertig. Jetzt zeige ich eben noch, wie du das Ganze anwenden kannst. Falls du die letzten Videos noch nicht gesehen hast, hier drücke ich jetzt auf Fertig. Jetzt gehe ich einfach mal rein in die Fotos-App. Ja, und das Ganze geht natürlich auch in anderen Apps, wo du Bilder hast, wo du Bilder markieren kannst. Denn überall in dem System hast du unten links oder unten rechts, je nachdem wo, hast du so einen Teilen-Button. Und das ist das Share Sheet. Das heißt, diese drei Bilder sende ich nun an das Share Sheet. Da hat sich übrigens was seit iOS 16 verändert. Da hat man nämlich oben Optionen. Aber jetzt schweife ich ab vom Thema. Ich weiß, warum ich normalerweise Skripte verwende. Auf jeden Fall hier unten in der Liste hast du deinen Kurzbefehl Shorty Build. Und wenn ich da drauf tippe,
Ja, dann läuft er durch, der konvertiert die Bilder in PNGs und verkleinert sie. Und jetzt kann ich die drei Bilder sichern. Ich kann sie aber natürlich auch in Dateien sichern. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil da sieht man direkt das Dateiformat. Das packe ich jetzt hier rein. Machen wir hier rein in diesen Ordner. Wunderbar. Und dann öffne ich hier noch Dateien. Und da sind sie drin. Ja, hier sind die drei Bilder, die PNG-Dateien. Und das sende ich jetzt zum Beweis als einfach mal an einen anderen Kurzbefehl. Den hatte ich auch schon mal bereits in einem Video gezeigt. Foto-Details, denn so kann ich in der Dateien-App direkt die Metadaten abrufen. Seht da, Auflösung 800, fertig. Ja, und an dieser Stelle gehen gerade noch ganz schnell Grüße an meinen Vater raus, denn er ist der Urheber dieses Bildes und hatte im letzten Video bereits gesehen, dass sich da sein Bild einfach zweckentfremdet hat. Ja, soweit mal mit der Lösung zu diesem Problem und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!